Hallo, herzlich willkommen beim Make-up-Coach. Sommer ist was total Schönes, aber wir stellen alle fest, es wird immer heißer und es kommen immer mal so Temperaturschübe, wo es über 33 Grad geht. Das kenne ich als Kind nur so ab und zu mal. Und jetzt haben wir das gefühlt alle 3 Wochen, dass wir 2, 3 Tage so Wahnsinnstemperaturen haben. Und nicht nur die Schokoladenindustrie hat dann Probleme, Produkte rauszuschicken online, sondern auch Make-up-Coach. Aber es gibt keine Probleme, es gibt nur Herausforderungen, die zu lösen sind. Und ich habe sie gelöst. Wer Diabetiker ist und spritzen muss, kennt solche Taschen. Die sind jetzt zum Beispiel von der Firma Frio. Die haben ein Granulat drin, die legt man in Wasser. Dann wird das schön dick. Man steckt die Insulinspritze rein. Das gibt es auch noch in größer. Und dann kann man dann in den Tropen Urlaub machen, ohne dass das Insulin kaputt geht, weil das darf nicht über so und so viel Grad. Das muss also immer schön leicht gekühlt sein. Durch die Verdunstungskühle, weil das wird dann ja hier ein Gel, ähnlich wie zum Beispiel in Höschenwindeln oder auch in Slip-Einlagen, da ist ein Gel drin, was Wasser bindet und oder andere Flüssigkeiten bindet und was das dann die Flüssigkeit nicht wieder rauslässt, sondern es bleibt wie ein Pudding. Und durch die Verdunstungskühle, wie gesagt, kann man Insulinspritzen zum Beispiel damit auch schön gekühlt halten, egal wie warm es draußen ist. Hat den Nachteil, so ein Täschchen kostet zwischen 25 und 30 Euro. Das System ist also gut mit der Verdunstungskühle und dann habe ich ein wenig gesucht und habe das hier gefunden. Das sieht aus wie Blatt Papier, da ist Granulat drin und wenn man es ins Wasser legt, dann wird das tätereté so dick. Moment, ich kämpfe hier noch mit der Folie. So. Das wird also richtig dick und fett. Die frieren wir ein, wickeln das in Küchenpapier und legen es dann mit einer ganz dünnen Plastikfolie, die es zum Beispiel beim Metzger gibt, was so zwischen der Wurst liegt, liegt das so auf der Ware, dass die Ware keinen Schaden nehmen kann. Aber unterwegs ist alles gekühlt. Das taut also auf dem Reiseweg auf. Aber es wird dann keine Flüssigkeit an die Packung und an die Ware abgeben, weil das ist ja wie ein Pudding da drin. Und jetzt sagst du, oh, das ist aber Umweltverschmutzung. Jein, nein, nur so ein klitzekleines bisschen. Die Herstellung, aber du schmeißt das nicht weg, sondern du verwendest es weiter. Entweder legst du das in deinen Gefrierschrank und hast damit immer eine schöne kalte Kompresse, wenn man sich mal stößt und so, ne, kann man das da dran halten, kann man übrigens auch noch kleiner schneiden oder um die mal um die Füße zu wickeln, wenn es so heiß ist. Oder du legst es einfach nur in den Kühlschrank und nimmst das dann am nächsten Tag in deiner Butterbrotdose mit, ne, legst das einfach unten an die Dose. Also es gibt ganz, ganz viele verschiedene Möglichkeiten, wie du das hier weiterverwenden kannst. Und das, wie gesagt, wenn es auftaut, lässt das Wasser nicht raus, weil es ist ja Pudding. Auf unserer Homepage makeupcoach.com siehst du das auch nochmal erklärt. Da haben wir auch so ein Ding aufgeschnitten, damit du das vorstellen kannst, wie ist das. Und wir haben uns dann überlegt, das ist eine schöne Möglichkeit, um die Ware auch bei Hitze rausschicken zu können. Vielleicht nicht an einem Tag, wo wir 34 Grad haben. Da bleibt es eben mal einen Tag bei uns. Oder du sagst, nee, unbedingt, das kommt mit als Kühlung und dann passiert nichts mehr am Lippenstift, an den ganzen Brightlinern, Smokelinern, Weichzeichner. Weil da würde vielleicht jetzt auch so durch diese 31, 33 Grad nichts passieren. Aber im Postauto, hat uns unser Zusteller erzählt, sind manchmal bis zu 60 Grad. Und wenn so ein Päckchen vielleicht dann auch noch im Briefkasten liegt und du kommst abends nach Hause und der Briefkasten war auch in der Sonne, da entstehen Temperaturen. Das ist für keine Produkte gut. Und deswegen schicken wir bei solchen starken Hitzetemperaturen das mit Icepack, so wie es auch andere Schokoladenhersteller inzwischen machen, weil sonst könnte man ja überhaupt nicht verschicken. Wenn du sagst, ich habe aber jetzt im Moment gar nichts, was ich bestellen möchte, ich finde aber die Idee so gut von dieser Folie, haben wir diese 6er Folie auch im Shop
was du kaufen kannst. Wie gesagt, das Stück wie ein Stück Papier legst du 10 Minuten ins Wasser, es quillt auf, ist zum Transport für Medikamente, für Wadenwickel, für Beulen, für die Butterbrotdose. Also vielleicht fällt dir auch noch was ein, was man damit kühlen könnte. Die sind super, super toll und ab jetzt haben wir keine Sommerlücken mehr dazwischen, sondern wir schicken raus, was du bestellst und es kommt gut bei dir an. Problem gelöst bzw. Herausforderung gemeistert und für kleines Geld, weil 25, 30 Euro, das wäre ja absolut nicht bezahlbar. Es macht uns ein wenig Mühe, klar, weil die müssen wir aus 12ern erstmal klein schneiden, müssen sie einweichen, müssen sie abtrocknen, weil die müssen ja aufeinander liegen, sonst würden sie zusammenfrieren im Gefrierschrank. Dann, wenn wir die rausholen, müssen wir sie nochmal abrubbeln, wir müssen es einpacken. Aber wir machen es, weil wir unsere Produkte lieben, die bei dir in erstklassiger Qualität pünktlich ankommen sollen. Das ist Make-up Coach, das macht uns aus, das macht uns ein Stückchen besser. Kühlpads im Sommer, wenn es heiß ist, bei Make-up.